So, also das ist jetzt quasi der zweite Teil von dem Tutorial über dieses Forum-Projekt, also dieses Web-Engineering-Projekt, das, wie gesagt, ja auf GitHub auch verfügbar ist. Und zwar werde ich jetzt auf das erste Video aufbauen. Ich werde da mal eine kurze Wiederholung bringen und dann werde ich halt einfach mal ein bisschen genauer ins Detail gehen und halt mal die Sachen erklären, die ich eben noch nicht erklärt habe. Da geht es eben, wie gesagt, um Sessions, um überhaupt Kommunikation mit der Datenbank, um Konfigurationen und so weiter. Und ja, also einfach mal den Code genauer nochmal anschauen, wie es funktioniert. Und deswegen werde ich jetzt einfach mal das Ganze nochmal im Detail durchgehen. Und zwar, gut, wir haben das letzte Mal, man sieht es ja auf der GitHub-Seite, kann man den Code eben nochmal genau durch scrollen auch. Man kann das auch runterladen, man kann ja auf GitHub auch das Ganze hier klonen oder downloaden, kann das Ganze installieren. Zur Installation nochmal zur Wiederholung müssen Sie natürlich die Datenbank installieren. Also das heißt, das Ganze hier muss in einem Webserver, in einer Webserver-Umgebung müssen die ganzen PHP-Files liegen. Das liegt bei mir in irgendeinem Ordner, der heißt htdocs oder so, ja, wie es halt so heißt. Den kann man ja einrichten. Das habe ich ja auch schon erwähnt, wenn man jetzt bei dem, zum Beispiel bei dem MAMP-Server, da kann man ja bei Einstellungen, da kann man das einfach den Pfad angeben. Moment, da kann ich ja hier bei Webserver eben mir das auswählen. Also hier bei mir ist es in dem Home-Verzeichnis in Git, My Forum, da liegt das Ganze, da habe ich das reingeklont. Da habe ich quasi dann auch den Webroot eben draufgelegt. Ja. Und genau, die Datenbank, die ist dann eben auch live sozusagen. Und die Datenbank selber, die hat man ja hier in lib. Und da gibt es hier einen Ordner, keinen Ordner mehr, da gibt es eine Datei dump.sql und da ist im Prinzip die ganze Tabellen-Datenbankstruktur drauf. Genau. Vielleicht kann man auch mal so anfangen, um das mal zu erklären. Die kann ich ja hier auch nochmal mir anschauen. Also das heißt, da kann ich ja auch in meinem Ordner Dump hier, Dump SQL, da ist die Datenbank. Okay, man sieht, das ist relativ übersichtlich. Also das Projekt soll ja auch so einfach sein, dass Sie das dann auch gut nachvollziehen können. Es gibt im Prinzip zwei Tabellen. Also das eine ist die Tabelle Beiträge und die andere Threads, das habe ich das letzte Mal ja auch schon erwähnt. Die beide, die haben eben jeweils einfach eine ID und einen Namen. Und die ID ist Auto-Increment, wie man hier sieht. Und dann gibt es hier noch Constraints, das ist vielleicht ganz interessant. Da gibt es nämlich hier einen Constraint, der sagt nämlich Folgendes: Der Fremdschlüssel hier, Foreign Key, Thread ID, von dieser, der eben diese Table Threads referenziert, macht Folgendes: On Delete Cascade, On Update Cascade. Das bedeutet im Prinzip, wenn ich die eine Threads lösche, ja, also das heißt die Elterndatenbank sozusagen, dann löscht sich auch eben die ganzen Einträge, was eben ganz sinnvoll ist. Da muss ich das nämlich nicht per Hand machen, weil sonst müsste ich Folgendes machen in PHP, dass ich sage, ist die noch da und wenn sie weg ist, wenn sie gelöscht wird, dann muss ich quasi die andere Datenbank auch anpassen und alle mit der entsprechenden ID Beiträge rauslöschen. Ja, das muss ich aber nicht machen, wenn ich das einfach mit so einem Constraint versehe. Also das ist vielleicht auch eine ganz interessante Sache, da spart man sich eben Arbeit. Das Dumme ist, man kann nicht einfach so auch in PHP MyAdmin mehr, was weiß ich, Sachen eintragen und löschen,
weil man ja auch diese Constraints da eben, die gelten dann eben auch in PHP MyAdmin, weil das ja auch schließlich eine PHP-Anwendung ist. Man kann ja mal kurz gucken. Und zwar mal kurz schauen, wo habe ich denn diese, da habe ich es PHP MyAdmin-Seite, da ist es. Da kann man das eben auch nochmal nachvollziehen. Also ich habe im Prinzip diese einzelnen Beiträge und da gibt es diese Thread-ID, das ist hier mit diesem Fremdschlüssel versehen hier. Ne? Und da kann ich eben, muss ich mal schauen, das ist immer schwierig zu finden. Das ist hier. Auto-Inkremente sind hier Constraints. Die kann ich irgendwo hier auch mir anschauen. Ich muss bloß mal kurz suchen, wo das ist. Das ist hier. Genau, da haben wir hier diese. Moment. Ja, das ist immer schwierig, das hier zu finden. Ich werde das mal dann vielleicht das nächste Mal nochmal mir anschauen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo man diese, Entschuldigung, diese Constraints hier nochmal anlegt. Das müsste aber hier irgendwo sein. So, wo haben wir es hier? Operationen. Constraints hinzufügen, ja, ist hier. Wo die jetzt wieder sind, muss ich mal im Detail nochmal gucken. Gut, dann lassen wir das jetzt erstmal. Also, wie gesagt, man kann es ja auch über SQL einfach anpassen, indem man eben diese Constraints hier einfach einträgt. Wie gesagt, das ist einfach. Über so ein alter Table kann man das eben dann machen, indem man einfach sagt, nochmal zur Wiederholung, man muss eben dem Constraint einen Namen geben und dann sagt man eben für diese Table-Beiträge, also das sind quasi die Tabellen mit dem Fremdschlüssel auf die Threads und da sagt man eben Thread-ID aus dem Table Threads und zwar die ID. Heißt der Originalschlüssel und da macht man dann eben, wenn der gelöscht wird, da macht man Cascade und on Update auch Cascade und dann ist es eben so, dass man das nicht händisch machen muss. Ja, das werden wir dann auch gleich mal sehen. Also bloß einmal nochmal zur Datenbankstruktur von dem Ganzen, was wir ja auch schon gesehen haben, wie diese Template, wie das Template-System funktioniert. Also das heißt, da haben wir ja so eine objektorientierte Struktur dann eben. Wir haben ausgehend zum Beispiel von dieser Homepage, das ist ja im Prinzip diese abstrakte Klasse, von der alle anderen Seiten erben. Die erweitert ja noch diese Klasse Template Renderer und die macht eben nichts anderes, wie diese Templates außenrum zu rendern, mit diesem Buffering von der Ausgabe von PHP. Das geht eben, wie gesagt, so, dass es da verschiedene Sektionen gibt und bei Start wird eben einfach mal die Aufzeichnung gepuffert und bei da gibt es eben dann die Möglichkeit mit Begin und End diese Bereiche eben einzugrenzen für die jeweilige Section. Ja. Und dann wird eben das, was bisher geladen worden ist, quasi gebuffert worden ist, gelöscht und dann nur die aktuelle Section aufgezeichnet. Es gibt zu jeder OOP-Klasse, zum Beispiel auch für diese abstrakte Klasse Homepage, gibt es eben ein Template, das heißt eben hier Home. Und das sieht man schon auch, also die Homepage hat quasi das Gerüst für das gesamte Aussehen. Wenn ich alles anpassen will, muss ich da rein und da habe ich eben jetzt hier den
Begin und End Header. Und dazwischen kann ich eben mein HTML anlegen, was eben diesen Header ausmacht hier. Also das heißt, den kann ich dann eben anpassen. Ich lade hier eben dieses Bootstrap einfach als CSS mit rein, eben direkt verlinkt über diese Cloud-Service, den es da gibt. Das kann man auch noch beliebig anpassen natürlich. Es gibt da eben nur diese Überschrift, My Awesome Forum, das kann ich natürlich auch ändern, wie gesagt, ich kann da irgendwas anders machen und dann ändert sich das natürlich hier auch. Dann habe ich noch den Footer, das ist dann eben nur das hier, dieses Copyright hier, das ist dann das hier. Und dazwischen, was da passiert, das muss ich eben in den einzelnen Unterseiten festlegen. Zum Beispiel haben wir ja auch schon kurz gesagt, zum Beispiel in der Login-Page. Die sehe ich jetzt hier auch, weil ich nämlich jetzt gerade nicht angemeldet noch bin. Also ich habe das Standardpasswort Admin mit dem Benutzernamen Admin vergeben hier. Da kann ich mich eben einloggen. Das ist hier diese Login-Page. Und da sieht man schon auch das mit den Sessions. Ja. Das ist nämlich jetzt auch schon so ein Thema dann, was jetzt dann aktuell ist. Also diese Sessions, die sollen ja so laufen, dass ich, wenn ich eingeloggt bin, dass ich natürlich eingeloggt bleibe, solange eben die Session gültig ist und die ist so lange gültig, wie mein Browser eben nicht nochmal komplett geschlossen wird. Ansonsten bin ich eingeloggt. Die Session endet quasi mit dem Browser. Und man sieht hier Folgendes. Bei Init wird eben einmal Session Start aufgerufen. Nochmal zur Struktur des Init selber. Das kommt ja bei der Homepage. Das ist ja so. Das ist ja die abstrakte Klasse für alle Seiten. Da wird eben, die werden ja immer aufgerufen, die Seiten über Display. Das Ganze nochmal zur Wiederholung. Da gibt es ja diesen Dispatcher, der eben in der Index-Datei ist. Der macht eben Folgendes, der sucht jetzt die jeweilige Seite aus. Zum Beispiel, wenn ich sage p gleich Login, das wird ja, habe ich auch noch erwähnt im letzten Video, über dieses URL-Rewriting wird er das umgeschrieben, dieses Localhost. Oder eben Domainname slash login.html, das wird eben umgeschrieben in p ist gleich login. Und eben dann kriege ich eine php-get-Variable p, die eben entweder einen String hat, der eben login heißt. Und das ist hier die Sache hier. Ne? Wenn das eben p gleich login ist, dann wird die login-Page eben instanziert. Und die ist ja eine Subklasse von Homepage und bei Homepage, wie gesagt, da ist es so, dass hier dann eben Display aufgerufen wird, wie man sieht bei dem, was wir gerade schon gehabt haben, bei dem Index. Also da wird dann immer Display von der jeweiligen Seite aufgerufen und bei der Homepage, da ist es so, dass eben dann erst Init, Head, dann irgendwie vielleicht eine Message ausgegeben wird, dann Body und dann Tail gerendert wird sozusagen. Ja. Und das passiert eben bei der Login-Page, so dass ich dann zwei Sachen, zwei Bereiche überschreibe, einmal den Init-Bereich und einmal den Body. Und der Body, gehen wir mal zu dem, der macht eigentlich nichts anderes wie dieses Login-PHP Template rendern. Das ist dann das hier. Und da ist eigentlich nicht viel drin. Man sieht es hier, das ist dieses nur dieser Login-Bereich, den muss ich noch mal ein bisschen anpassen, vielleicht. Der sieht jetzt nicht so schön aus. Aber der tut, was er soll, sozusagen. Ja, da habe ich dann eben so eine Eingabemaske. Die kann ich dann ganz normal in meinem PHP-Begin- und End-Bereich in HTML festlegen. Das werde ich noch mal anpassen, vielleicht, und noch mal updaten. Da habe ich eben Input-Name, User und Passwort und einen Button zum Absenden natürlich. Und in der Login-Page wird aber vorher noch eine PHP-Session gestartet. Und das kann ich eben mit diesem PHP-Kommando Session Start machen. Man kann ja auch mal wieder, wie gesagt, wenn man jetzt bei
php.net schaut. PHP, Entschuldigung. Dann kann man ja mal zwischen, sieht man schon, dass da auch sogar Autovervollständigung gibt, da mal nachlesen, was da so dazu steht. Also das ist ja auch immer sehr schön, auch in Deutsch sogar erhältlich, das Ganze. Erzeugt eine Session oder nimmt eine aktuelle wieder auf, die auf der Session-Kennung basiert. Diese Session-Kennung, die wird im Prinzip auf dem Server abgelegt und dann eingeloggt, und dann kann ich hier das Ganze verändern. Und also bleibe auch eingeloggt. Wenn ich jetzt quasi wieder zurückgehe und wieder auf Login, dann bin ich wieder eingeloggt immer noch. Und das funktioniert jetzt in dem Fall so, dass diese Session gestartet wird. Und dann wird eben geguckt, ob die Session-Variable, die dann verfügbar ist, also die eben auf, es gibt eine Session-Variable mit einem quasi nochmal, das ist so ein Array, quasi Login-Eintrag. Wenn die gesetzt ist, die setze ich natürlich dann vorher, dann wird eben weiter verzweigt zu der Admin-Seite. Das heißt hier, na, ich kann über Redirect, na, das mache ich über Header Location, Admin, HTML, kann ich im Prinzip eine HTTP-Umleitung machen auf diese Admin-Seite. Also nochmal zurück, ich bin hier draußen, log mich ein, und wenn ich schon eingeloggt bin, dann werde ich gleich weitergeleitet mit diesem Header Location. Das ist quasi über HTTP Redirection, indem ich einfach den Header verändere, kann ich mich da eben dann gleich auf der Overview Administrationsseite befinden. Genau. Das heißt, wenn eben diese, wenn man schon eingeloggt ist, wird der eben gleich weitergeleitet. Wenn nicht, schaue ich erstmal, ob überhaupt hier eben, weil ich ja Username und Passwort über mein Formular weggeschickt habe, da schaue ich eben, ob das gesetzt ist. Post User und Post Passwort, das sind dann die Sachen, die im Prinzip hier bei dem Home, da war das. Sorry, nein, hier. Na, natürlich bei dem Login-Template war das natürlich hier. Das habe ich jetzt schon wieder geschlossen. Hier, na, das, da eben, da gibt es ja diese Variablen, Name gleich User, Name gleich Pass, die werden eben dann über Submit weggeschickt. Und da schaue ich dann eben, wenn die gesetzt sind, dann schneide ich da eben mal erstmal links und rechts eben überflüssigen Whitespace weg. Und dann kommt Folgendes, da kommt dann dieser Login-Prozess, den werde ich dann nachher nochmal genauer erklären. Ich schaue dann, ob das Passwort eben passt. Und wenn nicht, dann mache ich eben nichts sozusagen. Also wenn nichts eingetragen ist. Und ansonsten, wenn das passt, dann setze ich eben diese Session-Variable Login auf meinen Usernamen einfach. Genau, und mache dann Redirect und dann komme ich eben wieder auf diese Seite. Und das muss man eben nur einmal machen, weil er ja im Prinzip dann schon eingeloggt ist sozusagen. Genau. Okay. Also das eine ist diese Session-Variable, die es hier gibt. Und das andere ist noch diese ganze Login-Geschichte. Das, was man vielleicht noch genauer erklären müsste. Und zwar, es gibt noch ein File, das ganz wichtig ist. Das ist im Prinzip diese ganze Konfiguration.
Und die gibt es hier, es gibt hier Conf.php. Das ist jetzt auch der Einfachheit halber geschuldet. Das Ganze ist natürlich relativ simpel aufgebaut. Da habe ich aber Folgendes drin. Also erstens mal habe ich da eine ganze, die Konfiguration zu der Datenbank drinnen. Und das ist auch das, was ich immer eigentlich jetzt empfehle, auch, dass man jetzt zum Beispiel Konfigurationssachen zentral irgendwo ablegt. Also das ist eigentlich ganz, ganz wichtig eigentlich. Ich kenne das auch aus früheren Projekten, wo das eben nicht der Fall ist, wo dann im Webprojekt selber verteilt irgendwelche zum Beispiel Datenbanknamen drin standen oder am Ende sogar irgendwelche Datenbank-Username, Passwort-Sachen. Das gibt es wirklich, dass das Leute machen. Das ist natürlich ganz fatal, weil man das an mehreren Stellen dann ändern muss. Das muss natürlich irgendwo an einer zentralen Stelle in irgendeiner Konfigurationsdatei gespeichert werden. Und die sieht in dem Fall so aus, dass es eben einfach eine Function, die gibt mir eben so ein Dictionary zurück mit den jeweiligen Keys wie Host, User, Passwort und so weiter. Genau, das ist das eine natürlich, dass ich das da speichere. Ich habe jetzt, wie gesagt, hier der Einfachheit halber da noch diese Passwörter für den Admin mit rein gespeichert. Na, die müsste man quasi erstmal ändern. Oder man müsste jetzt eine eigene Datenbank-Tabelle machen mit Benutzerverwaltung. Das habe ich ja hier der Einfachheit halber einfach weggelassen. Was vielleicht jetzt eine interessante Sache ist, dass ich hier, und das ist ja auch eine gute Art von Vorgehen, dass man diese Passwörter hier für den Admin oder gibt es noch Root, nicht im Klartext speichert, sondern einfach codiert und zwar eben hashed als zum Beispiel SHA-256. Ja. Das bedeutet, die Passwörter, die liegen da nicht in Klartext. Ja. Das ist nämlich ein ganz fataler Fehler, den man machen kann, den aber auch immer wieder irgendwelche Profis machen. Also ich weiß von bekannten sozialen Netzwerken, ich sage jetzt da keine Namen, die sind gehackt worden. Das war noch gar nicht so lange her. Ist schon ein paar Jahre her, aber noch nicht allzu lange. Und die hatten wohl aus Versehen die Passwörter tatsächlich im Klartext gespeichert. Ja. Also das heißt, da konnte man dann, wenn man eben diese Datei als Hacker bekommt, könnte man nachschauen, der User Admin, der hat das und das Passwort. Ja. Was natürlich schlecht ist, weil erstens mal hat man dann wirklich sein Passwort, ja, für die Anwendung und zweitens mal noch schlechter ist natürlich, dass der das Passwort vielleicht auch noch bei verschiedenen anderen Diensten verwendet. Ja. Also es ist natürlich ganz schlecht, also wenn man die Passwörter geklaut hat. Also das muss man wirklich mal sagen, vielleicht mal hier off-topic. Ne? Ich kann das mal kurz, muss mal kurz auch mal schauen. Da gibt es nämlich von Mozilla gibt es so einen Dienst. Da kann man das wirklich dann auch mal schauen, ob die Passwörter wirklich gehackt worden sind. Mozilla Konsole heißt das, glaube ich, irgendwie. Ja, genau, Moment. Das war Monitor Firefox.com, genau, da gibt es eine Webseite, die kann man mal kurz anschauen. Ich werde dich jetzt nicht mein Pass, meine Daten da eingeben, aber es gibt hier dieses Monitor Firefox.com. Da kann man eben schauen, das ist einmal vielleicht jetzt hier Werbung für das Tool, ist egal. Da kann man seine E-Mail-Adresse eingeben und dann eben auf Datenlecks überprüfen und schauen, ob diese, ob es da irgendwie ein gehacktes Passwort auch zu der E-Mail-Adresse gibt. Ja. Da gibt es nämlich im Internet dann Leute, die das Ganze irgendwo auf öffentliche Server stellen oder zum Teil verkaufen. Und dieser Firefox-Monitor, der überprüft eben verschiedene ja, Datenbanken, wo diese Passwörter drin sind. Also ich habe das jetzt erst bei einer Bekannten eben gemacht und gesehen, dass die wirklich dann da verschiedene
Klartext-Passwörter eben hat. Das ging mir auch schon selber mal so, aus dem Grund, weil das einfach ein ganz bekanntes soziales Netzwerk war, und da fand ich dann auch meine Klartext-Passwörter auf dieser Seite, habe die natürlich dann gleich geändert. Und das passiert eben nur, wenn man das Ganze als Klartext auf Webservern speichern. Also das ist ja das, was im Prinzip man nicht machen soll. Nochmal jetzt kurz vielleicht zu diesem SHA-256, da gibt es auch, um das mal zu verdeutlichen, kann man einfach mal eingeben, Generatoren. Na, da gibt es auch so, hier gibt es verschiedene Services auch, da kann man das eben eingeben. Ich kann mal kurz schauen, was habe ich da immer für eingenommen. Ist egal, gibt es hier verschiedene, na, sowas. Man kann hier zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, mein Passwort heißt Top Secret Raute 2020 oder so, ne? Dann sieht man, hat man hier, das ist der SHA-256 Hashwert. Kann den mal rauskopieren. Wenn ich da anders Passwort verschrieben, ist ja egal, ne? So, das jetzt hier nehmen. Ich kann das ja mal kurz in irgendwas reinposten hier. Das war das. Und dann nehmen wir hier den Wert. Jetzt nehme ich ein anderes Passwort, das vielleicht viel länger ist. 2020 Hash und dann irgendeine Zahl. Dann sieht man, dass die Länge von diesem SHA-256 Wert immer gleich bleibt. Ja. Ich kann auch ein ganz kurzes Passwort machen. Ich nenne es jetzt mal PW plus Passwort. Also das ist natürlich das kürzeste Passwort, das man sich vielleicht einfallen lassen kann, aber oder nehme mal nur Pass. Ja. So. Und man sieht auch, dass trotzdem auch der Hashwert immer gleich lang ist. Ja. Das heißt, also 256 heißt, das sind 256 Bytes, die da eben drin kodiert sind, eben als Hexadezimalzahlen. Ja, man sieht ja, das sind irgendwie so Hexadezimalzahlen. Das sind immer Bytes eben hier. Ne? Ja. Und je länger die Zahl ist, wenn man jetzt SHA-512 draus macht, dann wird das natürlich länger. Genau. Das heißt, sicherer ist natürlich größer, ne? Aber in dem Fall, ich habe das ja auch nur zur Einfachheit halber mal auf 256 jetzt stehen lassen, damit man eben jetzt auch nicht so viele Zahlenkolonnen hat. Das Wichtige an dem Verfahren ist eben, dass die Passwörter eben gemappt werden auf eine Zahl, die immer gleich lang ist. Was bedeutet, ich kann zwar von meinem Passwort den SHA-Wert bilden, aber aus dem SHA-Wert nicht das Passwort, weil es könnte ja wirklich durchaus sein, dass es mehrere Entschuldigung, Passwörter zu einem Hash-Wert gibt. Das heißt, da gibt es durchaus Kollisionen, das ist eben auch gewollt. Und zwar deswegen, weil ich eben nicht zurückrechnen kann. Und die Wahrscheinlichkeit, dass aber einer zufällig mein Passwort errät oder ein ähnliches, das den gleichen SHA-Wert hat, Entschuldigung, ist aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Deswegen ist das auch ein sicherer Mechanismus. Aber wichtig ist eben, dass ich aus dem SHA-Wert nicht die Passwörter bilden kann. Das heißt, ich speichere hier nur diese SHA-256 Werte meinetwegen. Und nicht nur deswegen steht hier auch Generate with Salt. Ich mache Folgendes. Ich hänge, um das noch sicherer zu machen, hinten an das Passwort hängt der Server nochmal eine Zeichenkette. Die kann jetzt irgendwie, hier ist es nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, die kann auch viel länger sein natürlich. Wichtig ist dabei einfach, dass sich dann dieser SHA-Mechanismus nochmal verändert. Also
wenn jetzt jemand diese Seite auf dem Server finden kann, dann hat er natürlich den Salt-Wert, aber er hat ja mein Passwort nicht. Und was dann da eben passiert, ist einfach, dass dieses Durchprobieren sehr viel länger wird. Na, wenn ich jetzt dieses Passwort habe und dann hänge ich das noch mit dazu, dann habe ich einfach noch sehr viel größeren Raum an Zahlen, die ich eben durchsuchen muss, um jetzt quasi auf einen korrekten Hashwert zu suchen. Aber wenn ich quasi ein Hacker müsste, der quasi per Brute Force, wie man so schön sagt, alles durchprobieren. Und das kann er natürlich, wird immer schwerer, weil er weiß ja nicht, wie lang das Ganze hier ist. Ne? Also das Passwort kann ja auch sehr lange sein. Ne? Das könnte ja auch sehr viel länger sein. Und das wird ihm dann noch erschwert, indem eben dieses Salt noch mit hinten dran hängt, weil dann ja der ganze Raum, den er durchsuchen wird, nochmal viel länger wird. Ne? Das heißt, es wird nochmal viel mühseliger für ihn, das zu rechnen, weil da hinten ja nochmal, also quasi jede Stelle ja Rechenzeit beansprucht im Prinzip. Ne? Genau, das heißt, das ist eigentlich so ein gutes Verfahren, das zu machen. Den Salt-Wert, den sollte man eben auch, Entschuldigung, auch immer neu anpassen. Das gibt es ja auch bei, wenn man zum Beispiel irgendwelche Webseiten einrichtet, wenn man jetzt meinetwegen bei WordPress oder so ist, da muss man auch immer oft bei der Einrichtung diesen Salt-Wert nochmal neu generieren. Muss man zumindest eine Zeit lang machen. Und das ist eigentlich der Sinn hinter dem Ganzen. Und so habe ich jetzt im Prinzip ein sicheres Passwort, ja, und kann dann im Prinzip mich dann da einloggen. Das können wir uns ja nochmal kurz anschauen, wie das funktioniert. Man hat im Prinzip bei der Login-Page, wie gesagt, ich mache nämlich Folgendes. Ich bekomme mein Passwort hier, das ist Postpass. Dann nehme ich das und bilde quasi den Hashwert erneut. Das heißt, ich nehme diesen, da gibt es die PHP-Funktion Hash, da kann ich den Algorithmus angeben, nehme das Passwort und hänge mein Salt hinten dran, habe dann das, was ich quasi hashen will, hashe das und vergleiche das dann einfach mit dem, was gespeichert ist. Und sage eben hier, wenn Admins User gleich gleich Admins gleich das gehashte Passwort, dann bin ich eingeloggt, dann setze ich diese Session-Variable Logged-In und bin dann eingeloggt und so weiter. Also das ist eigentlich der Mechanismus, der da dahinter steckt. Und so, wie gesagt, kann man das eben aufbauen. Nochmal zur Wiederholung, ich habe im Prinzip eine Konfigurationsdatei, das sind gehashte Passwörter. Ich kann natürlich das Ganze hier, was hier drin steht, das ist ja wie gesagt nur der Einfachheit halber geschuldet, könnte ich natürlich in eine Datenbank auch bringen. Ich könnte jetzt sagen, in dieser Datenbank, die wir ja gerade schon gesehen haben, da könnte ich jetzt eine weitere Tabelle anlegen mit meinem Usern. Das habe ich jetzt einfach hier nicht gemacht, sonst was. Sonst noch komplizierter wird das Ganze. Ansonsten war das jetzt eben dieser Login-Prozess. Auch schon erwähnt, wie gesagt, diese Session-Variable. Die wird dann automatisch am Server wieder gelöscht, wenn ich im Prinzip wenn die Session eben expired, eben durch Zeit oder auch durch, dass ich eben den Browser zumache. Genau. Dann bin ich hier in der Admin-Page und kann dann hier Sachen löschen. Das kann ich jetzt auch noch mal kurz erwähnen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Delete gehe und Submit mache, dann ist diese Sache gelöscht. Ich kann auch einen neuen Thread anlegen, kann sagen alles klar, Fragezeichen so, dann kann ich das eben hier eintragen. Mach das mal ein bisschen größer. Funktioniert jetzt folgendermaßen. Ich
überschreibe wieder mein Init und hole mir von der Datenbank alle Daten aus der Tabelle Threads. Und jetzt sind wir schon auch, das wollte ich auch noch erklären, bei der Datenbank, wie das funktioniert. Man sieht hier ja, ich habe hier dieses Admin-Page, das eben von Homepage erbt. Und zusätzlich gibt es hier noch ein UseLibDatabase. Und dieses Use, das sind, da gibt es eine PHP-Syntax, die das erlaubt. Und zwar ist es so eine Art Mehrfachvererbung, kann man sagen. Also mit Use kann ich verschiedene Funktionalitäten mit einbinden. Also ich erbe direkt von Homepage, verwende aber quasi diese Funktionalität Database und die gibt es eben als sogenanntes Trade. Das kann man hier auch eben, da muss ich mal den Ordner kurz rein. Das ist hier bei Database, ja. Da steht hier nämlich auch Trade Database. Das ist im Prinzip so eine Art Klasse, aber keine richtige. Trade ist im Prinzip eine Art Klasse, die ich nicht instanzieren kann. Also ich kann keine Objekte aus dem Trade generieren. Hat auch jetzt mal keinen Konstruktor, ne? Deswegen. Ich kann nur verschiedene Functions zum Beispiel hier, Static Functions angeben, die dann einfach verfügbar sind in meinem eingebundenen Ding, wie zum Beispiel meiner Admin-Page. Das heißt hier, diese Admin-Page, die kann dann einfach zum Beispiel diese statischen Funktionen nutzen. Ich kann hier sagen, self Doppelpunkt Doppelpunkt Query, das ist diese statische, der statische Aufruf der statischen Function Query, die ich eben in dieser Database festgelegt habe hier. Und kann dann eben das so verwenden, als ob es eben direkt Teil der Klasse ist. Ja, und das ist natürlich so, dass ich jetzt diese Datenbank-Funktionalität ein bisschen abstrahiert habe. Nicht so sehr. Also ich habe jetzt hier kein Objekt-Mapping eingebaut. Aber es funktioniert im Prinzip so, dass ich einmal eine Datenbankverbindung aufbauen kann, Connect, und dann mir aus dieser Konfigurationsdatei, das ist diese Conf, die binde ich natürlich ein, Conf.php, das ist die, die wir gerade gesehen haben, da hole ich mir eben diese Datenbankkonfiguration raus. Ja. Ich kann die nochmal aufmachen. Also das heißt hier, diese Function Conf gibt mir diese ganzen Konfigurationsfiles und die kann ich im Prinzip dann hier mir abholen und kann eben den Driver, also das heißt den Datenbank Driver, Host, Datenbankname und so weiter nehmen und kann die Connection aufbauen. Ich kann so ein neues PHP Database Object machen mit Username, Passwort und habt es dann im Prinzip als statische Variable in der Klasse auch verfügbar. Das heißt dann einfach Connection. Und bei Query mache ich folgendes, dass ich einfach sage, okay, ich mache eine Connection auf, wenn sie jetzt schon offen ist. Genau, das mache ich hier optional. Ne? Das sieht man hier. Dieses Fragezeichen Doppelpunkt, das ist so ein sogenannter Elvis-Operator. Ne? Wenn man den Kopf jetzt schräg hält gegen Uhrzeigersinn sozusagen, dann sieht man die Elvis-Locke und die Augen. Das ist aber optionale Zuweisung. Conditional-Operator ist das auch. Ne? Also das heißt, ich sage, wenn das nicht null ist oder nicht undefined, dann mache ich das. Ne? Ansonsten wird das eben nur einmal gemacht. Das heißt, ich kann das Connect eigentlich immer aufrufen. Wenn die Datenbankverbindung schon besteht, muss ich es natürlich nicht machen. Und dann mache ich Folgendes, was auch jetzt ein Sicherheitsaspekt ist. Wenn ich meine Query aufrufe, dann kriege ich ja den Datenbank SQL String mit. Ne?
Das ist ja in meinem Bereich bei dem Login, ist es ja, bei dem Admin, ist es ja Select Stern from Table Threads. Da ist ja das mein SQL-Kommando oder SQL-Kommando, das ich dem mitgebe. Das bekomme ich da eben mit und noch ein optionales Array mit Variablen. Ja, Array vars gleich null bedeutet optionaler Parameter, der kann eben auch null sein. In dem Fall bei der ersten Query ist er tatsächlich null, da habe ich nur einen SQL-String. Ich sage jetzt SQL statt SQL, weil das, denke ich, im Deutschen relativ verbreitet ist. Und dafür mache ich jetzt einfach Folgendes. Ich mache ein sogenanntes Prepared Statement, das heißt, ich bereite jetzt meine Anfrage vor und um die dann quasi auszuführen mit Variablen, muss ich dann Statement Execute Variablen machen. Und die Variablen sind in dem Fall null, deswegen hat das jetzt keine Auswirkung. Erzähle ich gleich noch mehr drüber. Auf jeden Fall funktioniert die Abfrage dann intern so, dass ich sage, okay, prepare und execute. Und dann kann ich endlich meine Ergebnisse von der Abfrage bekommen. Und zwar einfach das Statement, das Prepared Statement, das Ausgeführte. Da sage ich Fetch All und bekomme einfach ein Array an den einzelnen Datensätzen, also den Zeilen zurück. Und das gebe ich auch dann zurück. Es gibt auch einen Error Log, wenn das Ganze eben fehlschlägt, dann ist wahrscheinlich die Datenbankverbindung nicht vorhanden und die Message gebe ich dann einfach auch aus. Das ist auch, wenn ich quasi die falschen Benutzernamen eintrage, dann kommt eben der Datenbankfehler. Den könnte man ja jetzt mal kurz provozieren, indem ich jetzt, wobei jetzt bin ich ja schon eingeloggt, ich könnte es jetzt nochmal versuchen, indem ich hier einen falschen Benutzernamen eingebe oder eine falsche Datenbank. Mal speichern. Wenn ich das Ganze jetzt nochmal ausführe, da hat es jetzt keine Auswirkungen. Ich mache mal einen anderen Browser auf. Da ist ja quasi das dann nicht gelockt. Nee, Quatsch. Localhost. Genau. Dann machen wir halt einfach mal nur. Muss ich das noch speichern? Moment. Ja, das geht jetzt nicht, weil ich müsste ja quasi das komplett alles beenden. Ja, da gibt er jetzt auch gar keinen Fehler aus, weil er das eben. Ja, doch. Also hier zum Beispiel, da habe ich das jetzt mal. Da kommt eben gar nichts. Ja? Und es müsste normalerweise jetzt in meinem Error Log, das kann ich ja auch mal kurz aufmachen. Das ist irgendwo. Moment. Das bekommt man übrigens auch, das Error Log, indem ich in meinen Logs kurz gucke. Und zwar, Moment, da gehe ich wieder zurück. Muss man auch immer erst finden. Bei Logs hier in meinem MAMP-Verzeichnis gibt es hier PHP Error Log. Das kann ich natürlich aufmachen und kann dann eben gucken, was hat er denn für die Meldung. Und da sagt er hier, Unknown Database MyForum X. Das ist eben der Fehler hier, ja, der eben ausgegeben wird. Kann das auch löschen und dann eben nochmal provozieren sozusagen. Ne? Kann jetzt hier das Ganze nochmal refreshen und dann kommt tatsächlich hier dieser Fehler. Und ja, den kann ich natürlich dann eben wieder beheben, indem ich dann den richtigen Datenbanknamen wieder eingebe. Ja, genau, okay, also der Fehler wird ausgegeben. Ansonsten wird natürlich das Array mit der Query zurückgegeben. Und bei Admin Page, also das, ich erkläre natürlich jetzt alles, aber aus
quasi Anwendungsprogrammierersicht reicht mir einfach Folgendes. Also das ist eigentlich das Schöne dran, dass ich das ja relativ einfach machen kann, dass ich sage, okay, mir reicht ja jetzt im Prinzip Folgendes zu wissen. Ich muss eben use-lib-database einbinden und kann dann einfach mit self-query SQL-Statements ausführen, bekomme dann quasi als Ergebnis die einzelnen Einträge. Da geht es ja darum, dass ich die einfach mal alle aufliste. Da habe ich dann einfach eine for-each-Schleife, da mache ich dann for-each-rows as row. In dem Fall schaue ich ja jetzt erstmal Folgendes nach, ob irgendwie was zum Löschen bereitet ist, weil das ist ja das Init, das ist ja nicht das Ausgeben von dem, das rendert ja das nicht, ne? Sondern das Erste, was jetzt hier gemacht wird, da wird geguckt, ob was zum Löschen vorbereitet wird. Da gehe ich gleich auch nochmal drauf ein. Was jetzt aber hier passiert ist, wenn ich jetzt nur die Seite mal anschaue, dann hier, da habe ich ja eben einfach mal diese Bereiche und die sind im Prinzip da in dem Body gerendert. Das funktioniert eben genauso. Ich mache Folgendes hier. Ne? Das heißt, ich render mein Admin-PHP-Template und zwar den Head. Das ist der Table Head. Das ist im Prinzip das hier oben. Dann mache ich Folgendes: Ich hole mir dann auch wieder diese Zeilen. Select Stern from Table Threads. Und in der Schleife rendere ich dann im Prinzip aus meiner Admin PHP diese Section Table Row und gebe damit einfach die Ergebnisse von meiner einzelnen, von meiner SQL-Abfrage als und zwar die einzelne Row, nämlich den Namen und die ID. Ja, die gebe ich da mit. Das ist im Prinzip der Name, ist das, was man hier sieht von der einzelnen hier. Und die ID ist im Prinzip versteckt in diesen, wenn ich hier den Haken ansetze, da wird es dann relevant. Das kann ich jetzt auch noch mal kurz zeigen. Also wie gesagt, als Erstes wird natürlich irgendwo der Body sichtbar. Ja. Und ich rendere, wie gesagt, diese Admin-PHP-Seite, kann ich auch mal kurz zeigen. Genau, das sind diese Bereiche und ich gehe jetzt mal gleich zu dem Table-Bereich. Und zwar ist es eigentlich relevant, ist jetzt hier dieser Table-Row-Bereich. Da habe ich im Prinzip einfach mal das Icon hier drin. Wo die Icons herkommen, das kann ich auch nochmal genauer erklären. Und dann habe ich einen Bereich mit dem Title und einen Bereich mit dem Namen und mit der ID. Ja. Und bei der Checkbox, da gibt es eben einen Namen und eine ID. Und wenn ich die check, dann hat das natürlich Relevanz, wenn ich Submit klicke. Gleich komme ich gleich drauf. Okay. Genau, da werden eben diese einzelnen Spalten generiert. Was da eben mitgeht, ist ein Array. Und zwar die Variable Title, die hier eben erzeugt wird, die hat eben den Namen. Die Variable Name hat eben die ID und die ID hat auch die ID. Also das ist eigentlich das Gleiche. Genau, das kommt eben wie gesagt hier raus als Name und ID und Title.
Und dann wird eben das Ende vom Table gerendert, was ja im Prinzip dann hier der Button ist. Ne? Das heißt, da wird eben zugemacht und da kommt unten der Button dazu. Und da ist es so, wenn ich eben auf Submit klicke, dann wird, wenn diese Variablen hier, die in der Tabelle eben sind, mit dem gecheckten Checkbox-Teil hier auch weggeschickt. Und zwar an die Seite selber. Na, da steht hier im Prinzip beim Table Head Action Admin HTML. Und das ist ja die Seite selber. Na, das ist ja im Prinzip hier der Link hier oben. Das ist quasi schon dieser quasi schön gemachte Link. Den kann ich hier natürlich auch angeben. Da wird, also die Seite ruft sich selber auf. Das ist so ein sogenanntes Affenformular, sagt man dann auch. Ruft sich selber auf und was dann passiert, ist eben Folgendes. Jetzt kommt dieser Init-Bereich, der wird natürlich vorher ausgewertet. Ne? Das haben wir ja auch schon gehabt, dass man bei Homepage, dass man hier gesehen hat, dass erst Init aufgerufen wird, dann Head und dann Message und dann Body. Das heißt, bei meinem Admin-Bereich. Da wird erst Init aufgerufen. Das hat eben nur dann Relevanz, wenn ich es das zweite Mal aufrufe, wenn ich hier zum Beispiel einen Haken setze. Das erste Mal passiert gar nichts, weil da wird erst mal geguckt, ob da ein Haken gesetzt ist. Also toDelete ist so ein Array, das am Anfang leer ist. Und dann vergleiche ich eben hier diese, wenn diese Variable del ID gesetzt ist. Die ist eben eine der Key von dieser Dictionary-Variable ist eben del und dann auch die ID mit dran. Das ist einfach, ich könnte auch nur die ID nehmen, ist egal. Ich habe das halt eben nochmal, damit das irgendwie noch ein entsprechender Name ist. Und die ist eben gesetzt mit der ID selber. Das heißt, ich schaue halt eben, wenn die gesetzt ist, die ID, der ID, dann habe ich eben diese ID selber und die tue ich dann zu dem Array dazu, toDelete, weil ich könnte auch mehrere löschen. Ich könnte jetzt hier zwei anhaken, wenn ich das jetzt hier mache. Das sind im Prinzip die zwei IDs von diesen zwei PHP Einträgen oder von diesen Datenbank Einträgen dann hier in diesem toDelete Array drin und die werden dann eben hier rein getan und danach eben gelöscht. Ja, danach wird eben im Prinzip dann for each to delete, da werden die alle gelöscht und zwar nur, da haben wir das, delete from table threads wäre ID gleich ID. Ja. Das heißt, da werden alle gelöscht und was ich eben nicht machen muss, das habe ich gerade schon erwähnt, weil ich dieses Constraint hier habe, das heißt diesen Foreign Key, der eben on Delete Cascade macht, muss ich nicht auch noch die einzelnen Beiträge extra löschen. Ne? Ansonsten hätte ich nämlich Folgendes machen müssen. Ich hätte hier quasi eine weitere Abfrage für die andere Tabelle machen müssen, nämlich für diese Table Beiträge. Und hätte einfach sagen müssen, delete from table Beiträge wäre thread ID gleich ID. Das muss ich aber wie gesagt nicht machen, weil die ja eh quasi mit so einem Constraint verbunden sind. Ja. Genau. Okay. Das heißt, ich lösche dann alle raus, wenn ich hier die Haken setze und auf Submit klicke, dann sind die weg. Ja. Genau. Also das war dann eben so von der von dem, wie es abläuft, dass ich eben, wie gesagt, erst Init aufrufe. Normalerweise beim ersten Mal hat es keine Auswirkung. Der Body rendert eben die Liste. Wenn ich da einen Haken ansetze und wieder auf Submit klicke, ruft sich das ganze Formular selber nochmal auf. Init wird nochmal aufgerufen. Es wird geguckt, ob eben irgendwelche Haken gesetzt sind mit IDs. Dann wird das in der Liste gespeichert und die wird dann einfach gelöscht. Ja, genau. So funktioniert eigentlich dieser Admin-Bereich. Und die anderen Bereiche funktionieren eigentlich im Prinzip ähnlich. Ja.
Was ich jetzt vielleicht noch dazu sagen will, ist, dass dieses Prepared Statement nochmal, das ist vielleicht auch noch eine ganz wichtige Sache. Das ist auch ein Sicherheitsmechanismus. Wenn ich hier rein in diesen SQL Query String, wenn ich da die ID direkt reinschreiben würde, ich kann ja mal auch einmal einfach so einen Query String machen. Also wenn ich jetzt hier sowas habe und sage, wer ID gleich 5, ja, das wäre jetzt mein SQL String. Dann könnte ich ja als Hacker zum Beispiel Folgendes machen. Ich könnte das Formular manipulieren. Ich könnte jetzt sagen, okay, ich nehme jetzt im Prinzip hier, ich schaue mir das an, wie das aufgebaut ist, schaue mir hier den Quelltext an. Ja, gut, nochmal, sehe mir den Quelltext an und kann da natürlich irgendwie Sachen manipulieren. Kann da zum Beispiel bei der Liste, die ist hier, das ist nur diese Grafik, diese SVG-Grafik, die hier mit drin ist. Hier ist dieser Table-Eintrag mit ID. Ich könnte jetzt da einen Standardwert eingeben. Bei der Checkbox, ne, hier del ID value gleich 10. Ich könnte hier statt 10, also 10 wäre ja quasi das, ein bisschen größer machen, was hier rauskommt, bei dem hier 10. Da könnte ich ja jetzt das manipulieren. Ich könnte jetzt da so eine sogenannte SQL Injection machen oder SQL Injection statt 10 hier was ganz was anderes reinschreiben. Zum Beispiel eben irgendwas SQL-Kommandoartiges. Ich könnte ja wirklich 10 reinschreiben und dann Strichpunkt machen, was bedeutet, ich beende dieses SQL-Kommando und fange ein neues an und sage dann Select Stern from Users oder sowas. Keine Ahnung, so in der Richtung. Ich könnte quasi versuchen, mir die User-IDs alle rauszuholen, indem ich einfach den Query-String manipuliere. Oder ich könnte sagen, Delete Stern oder so. Oder? Ich könnte das kaputt machen alles. Oder? From Users oder Drop Database oder sowas könnte man auch machen. Oder? Wenn ich jetzt die Rechte dazu hätte. Und dann wäre im Prinzip, wenn ich das hier quasi nochmal in diese da reinschreiben würde, wenn ich jetzt hier das Ganze hier da reinschreiben würde, dann würde das unter Umständen ausgeführt werden am Server. Das heißt hier, dann würde nicht nur das 10, sondern auch das Kommando danach ausgeführt werden. Und das vermeidet man eben, indem er diese Prepared Statements macht. Die habe ich ja im Prinzip hier, dass ich folgendes, ich trenne quasi hier diesen Query String von meinen Variablen. Die Variablen sind hier. Und bei diesen Prepared Statements, die ja im Prinzip bei Database gemacht werden, das heißt, da wird erst Prepare, da kommt hier erstmal rein der reine SQL String. Ja. Und die Variablen, die werden quasi dann extra damit rein generiert. Ja. Das heißt, der kann natürlich dann relativ leicht, also wenn man so das trennt, das heißt, diese Library, die es da gibt bei SQL, diese PDO, also PHP Database Object Library, die kann natürlich jetzt relativ schön überprüfen, ist das, was ich da als Variablen mitgebe, sind das tatsächlich nur Variablen und keine Kommandos. Ja. Und dann wird das eben werden die da ausgetauscht. Das heißt, Doppelpunkt-ID, das Vorkommen von meinem Label Doppelpunkt-ID wird ersetzt durch die Variable ID. Das ist das, was hier quasi passiert. Und man kann ja natürlich wirklich gucken, ist in der Variable ID nur eine Variable, kein Kommando, kann das auch irgendwie escapen oder so. Und das ist dann eine relativ sichere Lösung. Und deswegen sollte man auch nie solche SQL Strings eben direkt bilden. Das ist auch ein Sicherheitsrisiko. Ich habe auch mal von IT-Sicherheitsspezialisten mal einen Vortrag gehört, der auch relativ anerkannt ist und also einer, der auch bekannte Projekte gemacht hat und so
Sicherheitsüberprüfungen von irgendwelchen Firmen. Und der hat wirklich auch gesagt, dass das echt immer noch vorkommt, auch bei bekannten großen Konzernen, die er überprüft hat mit seiner Firma, dass da tatsächlich diese SQL-Statements immer noch ein Thema sind, ein großes. Das heißt, das kommt immer noch vor. Das kann man natürlich ganz gut vermeiden, indem er jetzt diese Prepared Statements verwendet. Ja. Im Zweifelsfall ist es auch immer so, finde ich, mein Ding, was ich immer sage, man sollte immer möglichst alle Bibliotheks-Library-Funktionen, die aktuellen von dem aktuellen Framework benutzen, weil die im Prinzip ja auch immer bei Sicherheitslücken abgedatet werden und so weiter. Und selber alles abdecken an Sicherheit, das wird echt relativ schwer, das alles zu machen. Und deswegen, wie gesagt, immer Library-Funktionen nutzen, am besten natürlich auch von solchen relativ gut überprüften Projekten wie eben PHP.NET selber eben. Genau, und dann kommt man da eigentlich ganz gut zu Rande. Was ich jetzt hier in dem Bereich, in dem Video jetzt mal heute erklärt habe, das waren einfach mal diese ganzen Themen wie jetzt Sicherheit natürlich auch und Datenbankverbindung und Session. Ja? Also das heißt, man kann ja mal sich das nochmal vielleicht langsam anschauen. Ja? Also ich habe versucht, diese Sachen, die ich das letzte Mal noch nicht erwähnt habe, eben damit reinzubringen. Ja? Wo sind die Konfigurationsdateien? Wo sind meine, wie ist das mit den Sessions und wie ist das mit der Datenbankabfrage und wie ist die überhaupt eingebunden? Da gibt es eben diesen Trade, der da mit reinspielt. Und man muss natürlich immer unterscheiden zwischen der Anwendersicht, das heißt der Anwendungsprogrammierersicht, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das heißt der dieses Framework, das wir ja da quasi selber gebaut haben, der das nutzt und derjenige, der das natürlich implementiert. Und ich will natürlich, das Ziel wäre jetzt, dass Sie auch wirklich verstehen, wie das eben unter der Haube funktioniert, weil so funktionieren eben, wie gesagt, auch viele Frameworks in der Art. Und das will ich ja eigentlich auch zeigen, wie das Ganze eben funktioniert. Und das ist eben auch dazu da, einfach mal quasi unter die Haube zu blicken, auch selber so ein Framework quasi machen zu können. Und ja, das war jetzt eben im Prinzip mal der zweite Teil. Es folgt dann, denke ich mal, noch ein dritter Teil, wo ich dann noch den Rest erkläre. Das heißt einfach mal, wie die restlichen Unterseiten funktionieren. Aber ich im Prinzip sind jetzt hier schon die kompliziertesten Dinge eigentlich schon erwähnt worden. Das heißt, das Ganze, wie es unter der Haube funktioniert, das Restliche ist ja einfach nur noch im Prinzip dann die Seiten mit dem Framework runterprogrammieren. Aber der Vollständigkeit halber werde ich da natürlich auch nochmal drauf eingehen und auch nochmal vielleicht kurz erwähnen, wie man das Ganze als Vorlage nehmen kann, um andere Projekte eben daraus zu generieren, weil an sich ist das ja auch eine relativ ja, abgespeckte Sache, aber die kann man eben ganz schnell in andere Sachen umbauen auch. Okay, gut, dann würde ich sagen, beende ich das mal und denke ich mal, dass ich noch einen dritten Teil von dem Tutorial mache und ich hoffe, dass das einigermaßen verständlich war. Ich würde mich natürlich auch über Feedback freuen. Ja, Dankeschön schon mal.